Herzlich willkommen zum DeVoc-Vortrag über Quantum Hardening. Das hier ist nicht der Originalvortrag. Da hat die Aufnahme nicht funktioniert. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Genau, zunächst zu mir. Ich bin Softwareentwicklerin, arbeite bei Adobe, mache neben meiner Arbeit bei Adobe auch Freelancing-Arbeit und bin auf Embedded Devices und Anwendungen, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, spezialisiert. Rust, C++, den ganzen Kram. Und unter anderem hatte ich da auch einen Kunden, der von mir wollte, dass ich ein HSM für den Kunden implementiere, ein Embedded HSM. Und zuletzt wollte dieser Kunde auch von mir, dass ich das Ganze gegen Quantum Computer absichere, also Quantum Hardening betreibe. Was ich da implementiert habe, also das Resultat der Nachforschung, die ich dafür gemacht habe, stelle ich heute quasi vor. Zunächst zum Vortrag selber. Es geht um Quantum Hardening und nicht um Quantum Computing, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Beim Quantum Computing geht es darum, Quanteneffekte zu benutzen, um mächtigere Computer zu bauen. Beim Quantum Hardening geht es darum, kryptografische Protokolle gegen Angriffe durch Quantencomputer zu verteidigen. Genau, es gibt noch die Quantenkryptographie, das ist wieder was anderes. Dabei werden kryptografische Methoden angewendet, Quantencomputing-Methoden angewendet, um Daten kryptografisch abzusichern. Also das sind dann kryptografische Protokolle, die auf den Eigenschaften von Quantencomputern basieren. Genau, und heute geht es eben um Quantum Hardening. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gesplittet. Ich fange an, damit nochmal zu wiederholen, wie so grundsätzlich Kryptographie, wie so kryptografische Primitiven funktionieren, wie man so ein kryptografisches Protokoll, ein aktuelles kryptografisches Protokoll designt, um dann darauf einzugehen, was eigentlich Quantencomputer für Probleme für diese Protokolle bedeuten, und bespreche dann am Schluss, wie man die löst. Das Ganze baut also auf, soll auch für Einsteiger und Leute mit wenig Erfahrung in der Kryptographie selbst gut zum Einsteigen sein. Fangen wir an mit: Was ist eigentlich Kryptographie? Zunächst mal geht es bei der Kryptographie darum, geheime Nachrichten abzusichern, also Informationen so zu kodieren, dass sie nur diejenigen, für die sie bestimmt sind, lesen können. Hier haben wir unser Beispiel, I like your cat ears. Offensichtlich eine Nachricht, die unbedingt abgesichert werden muss. Sollte niemand anders mithören können. Und hier würde man eben versuchen, Techniken zu benutzen, mit denen I like your cat ears nur von Bertha gelesen werden kann. Es gibt noch ein paar andere Eigenschaften, die man von guten kryptografischen Protokollen gerne hätte und von guten kryptografischen Methoden. Zum Beispiel möchte man, dass die Daten nicht verändert werden können. Also zum Beispiel angenommen, ich schicke Daten an meine Bank, dann möchte ich nicht, dass, zum Beispiel ich schicke eine Überweisung an meine Bank, dann möchte ich nicht, dass da drin Dinge geändert werden und dass niemand mitkriegt, weil dann könnte es passieren, dass die Bank falsche Dinge tut. Ich möchte zum Beispiel auch, dass die Bank feststellen kann, dass die Anweisung zur Überweisung wirklich von mir kommt. Das nennt man Authentizität, also ich möchte die Daten authentifizieren, ich möchte sie gegen Lesen absichern, also gegen Mitschnüffeln absichern, und ich möchte gleichzeitig dafür sorgen, dass sie authentifiziert bzw. tamper-proof sind. Genau, fangen wir mal mit den archaischen kryptografischen Methoden an. Wie man das vor über 1000 Jahren schon gemacht hat, in dem Fall die Rotationschiffre, die ist tatsächlich sehr alt, weil die wurde quasi von Julius Caesar als Caesar-Chiffre erfunden.
Genau, die wurde von Julius Caesar als Caesar-Chiffre erfunden. Dabei wird jedem Buchstaben aus dem Alphabet quasi eine Zahl zugewiesen. Zum Beispiel dem Leerzeichen hier in dem Beispiel, die 0, dem A die 1, dem B die 2 und so weiter. Und dann addiere ich einfach meinen Schlüssel, zum Beispiel in dem Beispiel die 4, zu jedem dieser Buchstaben drauf und hole mir wieder den Buchstaben zurück. Also wird zum Beispiel aus dem Leerzeichen mit dem Schlüssel 4 wird ein D, aus dem A wird ein E, aus dem B wird ein F und so weiter. Um das Ganze dann wieder zu entschlüsseln, subtrahiere ich die Zahlen einfach wieder. Dann wird aus dem D wird ein Leerzeichen, aus dem E wird ein A, aus dem F wird ein B und so weiter. So geht das Ganze zurück. Wir haben hier unten auch das Beispiel, I like your cat ears, wird in dem Fall zu MDPMOIDB und so weiter. Also ist sehr, sehr schwer lesbar. Wir haben das Ganze verschlüsselt. Ist das Ganze auch sicher? Angriff, Antwort, nein. So ein Verschlüsselungsverfahren ist angreifbar. Ich kann nämlich einfach alle 27 möglichen Schlüssel durchprobieren. Wir haben 27 Buchstaben im Alphabet. Wenn ich einen Schlüssel größer als 27 verwende, dann fängt es wieder von vorne an. Also ich probiere einfach jeden möglichen Schlüssel durch und irgendwann finde ich schon den, der passt. Insofern ist die Rotationschiffre kein sicheres Verfahren. Es gibt noch andere alte Verfahren, alte archaische Verfahren, zum Beispiel die Substitutionschiffre. Dabei tausche ich auch Buchstaben jeweils durch einen anderen aus, nur dass ich sie jetzt hier nicht durch einen konstanten Wert addiere, also einen konstanten Wert addiere, sondern dass ich einfach jedem Buchstabe einen alternativen Buchstaben zuweise und das quasi zufällig mache. Ich mische also quasi einmal das Alphabet durch. Hier in dem Beispiel habe ich dem Leerzeichen das J zugewiesen, dem A das X, dem B das N, dem C das G etc. Sieht man schon weiter unten, im Beispiel wird dann aus dem I bleibt I, Space wird J, L wird W und so weiter. Es kommt wieder etwas raus, was sich nicht lesen lässt, also zumindest nicht offensichtlich. Ich habe das Ganze verschlüsselt. Ist das Ganze sicher? Na, es ist auf jeden Fall sicherer als die Rotationschiffre. Ich habe hier nämlich nicht nur 27 Schlüssel, sondern 27 Fakultätschlüssel. Also 27 mal 26 mal 25 mal 24 und so weiter. Dennoch ist das Ganze nicht sicher. Es gibt nämlich einen Angriff, die statistische Analyse. Hier schaue ich einfach, was sind dann Buchstaben, die häufig vorkommen. Zum Beispiel in dem Beispiel unten kommt das J relativ häufig vor. Das liegt daran, dass das Leerzeichen relativ häufig vorkommender Charakter ist. Auch das K und das O kommen relativ oft vor, weil denen die Vokale zugewiesen wurden. Und dadurch, dass es diese unterschiedlichen Häufigkeiten gibt, kann man wieder relativ gut einfach durchprobieren und Statistik benutzen, um den Schlüssel rauszufinden und den Plaintext auch zu rekonstruieren. Substitutionschiffre, schwerer, 10 hoch 28 Schlüssel ist nicht zu knacken, durch einfach durchprobieren. Statistische Verfahren funktionieren dann wieder. Die dritte archaische Basischiffre, die ich heute besprechen möchte, ist die Transpositionschiffre. Bei der Transpositionschiffre vertausche ich nicht Buchstaben durch andere Buchstaben, sondern, also ich vertausche aber nicht einen bestimmten Buchstaben, also das A zum Beispiel durch ein E, sondern ich tausche die Positionen durch. Wir haben hier ein Beispiel mit dem Schlüssel 31542, den auf Hello angewandt gibt Eol. Eol ist wieder relativ schwer zu lesen, insofern ist das Ganze verschlüsselt. Ist das Ganze sicher? Nein, nicht so wirklich. Denn ich kann einfach Anagramme bilden und indem ich immer mehr Anagramme bilde, finde ich irgendwann etwas Sinnvolles raus. Also finde ich irgendwann ein sinnvoll klingendes Anagramm raus.
Das ist also nicht so einfach zu knacken. Das ist also auch zu knacken. Genau. Damit haben wir mal so drei alte archaische Verschlüsselungsverfahren durchgesprochen, wie die so funktionieren. Das sind so Grundprinzipien. Jetzt gehen wir quasi auf die moderne Kryptographie ein. Natürlich nicht vollständig. Moderne Kryptographie ist sehr kompliziert, muss man sehr, sehr viel beachten. Und gibt sehr, sehr viel spannende Mathematik da drin. Aber ich versuche mal so ein paar Grundzüge moderner Kryptographie zu erklären, dass man ungefähr eine Vorstellung erhält, wie das Ganze funktionieren könnte. In der Praxis, damit diese Verfahren tatsächlich funktionieren, muss man sehr viel Detailwissen haben. Oft funktioniert es dann auch nicht. Insofern nur die Grundzüge jetzt. Genau, und hier haben wir schon mal eine Blockchiffre. Das ist eben so einer der Grundblöcke, einer der möglichen Grundblöcke moderner Kryptographie. Dabei wird der Text, den man verschlüsseln möchte, einfach in Blöcke eingeteilt. Wenn der Text zu kurz ist, werden noch ein paar Nullen quasi drangehängt oft. Und jeder Block wird einzeln verschlüsselt. Das macht das Ganze einfacher, weil es auch einfacher in Hardware zu implementieren, einfach zu optimieren ist, als wenn man immer den gesamten Text komprimieren muss, den gesamten Text verschlüsseln muss. Man kann damit zum Beispiel auch Streaming, also nach und nach immer mehr Daten verschicken, kann also auch Streaming betreiben. Blockchiffren bauen auf einer Ebene, auf den drei Chiffren auf, die ich gerade besprochen habe. Auf der Substitution von Bits, auf der Transposition von Bits, also dem Vertauschen, und auf der Rotation, naja, nicht wirklich Rotation, in dem Fall, es sind Bits, ist die Rotation einfach ein XOR. Ist nicht ganz korrekt, aber kann man sich so ungefähr als Analogie vorstellen. Genau, hier haben wir ein Beispiel von so einer Chiffre, in dem Fall von AES. Das ist ein sogenanntes Substitutions-Permutationsnetzwerk. Hier wird jeweils der Schlüssel genommen mit dem Plaintext vermischt. Dabei wird pro Bit aus dem Schlüssel ein Bit aus dem Plaintext genommen. Also es wird nicht der gesamte Text mit einer Konstanten rotiert, sondern eben jedes Bit mit seinem anderen Bit aus dem Key. Dann werden die Substitutionsblöcke, die man hier sieht, S1, S2, S3, S4 angewandt, um die Daten zu ersetzen. Und dann werden die Daten einmal umhergeschaffelt. Das Ganze hat das Ziel, dass jedes Bit vom Output von möglichst vielen Bits aus dem Schlüssel und von möglichst vielen Bits aus dem Key abhängt. Wenn ich einen Key aus dem Output ändere, ein Bit flippe, also von 0 auf 1 setze oder von 1 auf 0 setze, wenn ich von dem Input ein Bit flippe, sollen sich im Output möglichst etwa statistisch gesehen 50% der Bits flippen. Das ist tatsächlich auch so Stand der Technik, ist in der Praxis natürlich ein bisschen komplizierter, als es hier dargestellt ist, muss man noch verschiedene Dinge beachten. Zum Beispiel hier ein Problem bei diesem Verfahren wäre, dass man die gleichen Input wieder den gleichen Output erhält. Also zum Beispiel, wenn mein Input komplett aus Nullen besteht, merke ich das relativ schnell. Das ist natürlich was ich nicht so wirklich möchte. Und dafür gibt es dann eben wieder Verfahren, wie man das Ganze zu komplexeren Protokollen zusammensetzt. Lösung für das Problem wären in dem Fall Blockchiffren, Modi. Genau. Wie gesagt, ist der Advanced Encryption Standard, ist was heutzutage sehr oft benutzt wird zum Verschlüsseln. In einer Grundkonstruktion kann man auch mal auf Wikipedia schauen, Substitutions-Permutationsnetzwerk, da kann man sich das Ganze nochmal im Detail zu Gemüte führen. Ach so, und um zu entschlüsseln, berechnet man dieses ganze Netzwerk einfach rückwärts. Also wir sind jetzt von oben nach unten gegangen, um das Ganze zu entschlüsseln, geht man einfach von unten nach oben. Ist also komplett umkehrbar, aber
statistisch entsprechend weit getrennt, dass es schwer angreifbar, also dass es momentan nicht angreifbar ist durch bekannte Methoden am Computer. Wie man daraus jetzt ein Protokoll baut, in dem Fall mal ein ganz einfaches Protokoll. Alice möchte Bertha die Nachricht schicken, I like your cat ears. Die Schwierigkeit an der Stelle ist, dass Alice zunächst einen Schlüssel an Bertha schicken muss. Und diesen Schlüssel sicher zu versenden, das sieht man hier in Orange. Diesen Schlüssel sicher zu verschicken ist schwierig und man muss es sehr gut machen. Wenn der Schlüssel gefunden ist, dann können alle zukünftigen Nachrichten entschlüsselt werden. Das möchte man also nicht. Alice schickt also einen besonders vertrauenswürdigen Boten los oder überbringt diesen Schlüssel selbst an Bertha. Und dann können Alice und Bertha in Zukunft über öffentlich einsehbare Kanäle sicher miteinander kommunizieren, so dass nur die beiden die Daten erhalten können. Rückwärts funktioniert das Ganze natürlich genauso. Sobald die einmal einen Key ausgetauscht haben, können die miteinander kommunizieren. Ich habe es schon angesprochen. Was anderes? Zunächst Message Authentication Code. Wir haben nämlich eine Sache ausgelassen. Und zwar, wenn ich jetzt ein Bit in diesem Substitutions-Permutationsnetzwerk im Input verändere oder im Output verändere, kann ich das Ganze zurückrechnen und man wird nicht merken, dass die Daten verändert wurden. Das ist ein Problem, wie wir vorhin besprochen haben. Eine wichtige Eigenschaft moderner Kryptographie ist, dass die Daten eben auch nicht veränderbar sind. Und dafür gibt es auch kryptografische Methoden. In dem Fall nennt man das einen Message Authentication Code. Den berechne ich einfach über meinen Text, den ich authentifizieren möchte, hänge den an die Nachricht vorne dran oder hinten dran, schicke die auch an den Empfänger, Empfänger entschlüsselt die Daten, Empfänger berechnet normalerweise den Authentication Tag, meistens über die verschlüsselten Daten in modernen Protokollen und checkt dann, ob das, ob sich das verändert hat. Da geht der Key rein, also ich kann diesen Authentication Tag auch nur dann berechnen, wenn ich den Schlüssel besitze, hänge den Authentication Tag dran, der Empfänger validiert den Authentication Tag mit seinem Schlüssel und bemerkt so, wenn die Daten oder der Tag verändert wurden. Der vergleicht einfach sein Ergebnis mit dem Ergebnis des Senders. Hier haben wir nochmal das Protokoll. Schlüsselaustausch, immer noch ganz wichtig. Alice verschlüsselt die Daten, berechnet über den Ciphertext den Message Authentication Code, verschickt beide an Bertha. Bertha berechnet wieder den Message Authentication Code und vergleicht die beiden, also den sie berechnet hat und den Alice berechnet hat, und entschlüsselt dann die Daten. Und wenn Bertha feststellt, dass die Daten verändert wurden, na dann muss Bertha halt sagen, nein, sorry, mache ich nicht. Wie wir schon gesehen haben, ist eines der großen Probleme dabei, dass ich immer noch den Schlüssel sehr, sehr sicher verschicken muss. Und das Ganze ist relativ schwierig, denn moderne kryptografische Verfahren brauchen Schlüssel. Das sind dann so, ja, 192, 128 oder 256 Bits von Entropie nennt man das, also von einem ziemlich zufällig aussehenden Zahlenstring. Ist unmöglich zu merken oder braucht man sehr, sehr spezialisierte Menschen, die sich sowas merken können. Oder ich schreibe es halt auf, verliere den Zettel, ist nicht gut. Um dieses Problem anzugehen, gibt es Key Derivation Funktionen. In so eine Key Derivation Funktion werfe ich Schlüsselmaterial, nennt man das. Schlüsselmaterial werfe ich da rein und bekomme dann einen Key raus, der gute Entropie enthält. Also wo etwa 50% statistisch gesehen der Bits 0 und 1 sind und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bit 0 oder 1 ist, jeweils 50% beträgt. Das Ganze erzeugt eine schlüsselfeste Länge. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die man so braucht. Für Passwörter, wenn ich da ein Passwort in meine Key Derivation Funktion reinwerfe, dann möchte ich auch, dass die Funktion langsam zu berechnen ist. Das macht es schwierig, verschiedene Passwörter einfach durchzuprobieren, entfernt Patterns aus dem Key, solche Dinge.
Und das erlaubt mir verschiedene, ja, Verbesserungen, die ich machen kann. Zum Beispiel muss ich nicht mehr den eigentlichen Schlüssel übertragen mit meinem Boten, sondern zum Beispiel eine Sache, die ich machen kann, ist, ich verschicke zwei Schlüssel, solange einer der Boten nicht gefasst wird, kann ich, oder solange einer der Schlüssel nicht abgeschnüffelt wird, können die beiden noch sicher miteinander kommunizieren. Ich kann also Schlüsselmaterial über zwei verschiedene Wege verschicken. Ich kann auch Passwörter benutzen. Passwörter sind viel einfacher zu merken als so ein String zufälliger Zahlen. Hat also einige Vorteile. Ich bin viel flexibler damit, wie ich meinen Schlüssel übertrage und wie ich ihn formatiere. Sehen wir hier das Beispiel. Alice überträgt ihr Passwort oder mehrere Passwörter an Bertha. Beide berechnen die Key-Derivation-Funktion über das Passwort und haben jetzt den Key in einem zweiten Schlüssel und benutzen das Protokoll, wie sie es vorher auch benutzt haben. Haben wir also schon mal eine Verbesserung bei der Schlüsselübertragung erreicht. Genau, das war im Wesentlichen auch schon die symmetrische Kryptographie. Das ist, wo man so bis Mitte des 20. Jahrhunderts stand in der Kryptographie. Es gab aber eben immer noch dieses große Problem, ich muss meine Schlüssel sicher übertragen und muss das irgendwie physikalisch absichern. Solange die nicht sinnvoll übertragen werden können, funktioniert mein ganzes Protokoll nicht. Und eine große Innovation, die das Ganze so ein bisschen vereinfacht hat, war die sogenannte asymmetrische Kryptographie. Genau. Bei der asymmetrischen Kryptographie gibt es zwei Schlüssel. Einen öffentlichen und einen privaten. Den öffentlichen Schlüssel kann ich allen geben. Den privaten behalte nur ich. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann ich Daten verschlüsseln und nur ich kann sie wieder entschlüsseln. Also ich könnte jetzt hier meinen Schlüssel raushalten, euch allen geben über dieses Video und dann könntet ihr mit diesem Schlüssel Daten verschlüsseln und dann könnte nur ich sie lesen, sofern ich an die Daten rankomme. Das ist also sehr, sehr hilfreich, weil das die Schlüssel, den Schlüsseltausch über öffentliche Kanäle ermöglicht. Ich muss nur noch dafür sorgen, dass ihr das Vertrauen habt, dass der Schlüssel wirklich von mir kommt, der öffentliche Schlüssel. Ich muss aber nicht mehr dafür sorgen, dass den Schlüssel niemand abschnüffeln kann, während ich ihn übertrage. Das ist viel, viel einfacher. Ich zum Beispiel habe meinen Schlüssel tatsächlich auf meiner Visitenkarte. Kann jeder den Schlüssel in meiner Visitenkarte lesen, nehmen und mir damit eine Mail schreiben. Also im Wesentlichen ist in dem Fall der Fingerprint, der Schlüssel ist öffentlich im Internet, wenn ihr den nachschauen wollt. Genau, hier haben wir die asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Das ist die eine Hälfte des Ganzen. Man braucht dann gleichzeitig auch noch Signaturverfahren. Mit der Verschlüsselung sichere ich die Daten dass sie mitgeschnüffelt werden, wenn sie übertragen werden. Mit der Signatur kann ich überprüfen mit dem privaten Schlüssel, das kann ich quasi beweisen, dass die Daten wirklich von mir kommen. Und ihr alle könnt es authentifizieren, dass die Daten wirklich von mir kommen mit dem öffentlichen Signaturschlüssel. In der Praxis, wenn man verschlüsselte Daten verschickt, verschlüsselt man die Daten immer mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers und signiert sie mit dem eigenen privaten Schlüssel. Da die meisten Protokolle, die wir heutzutage einsetzen, also zum Beispiel auch wahrscheinlich das Protokoll, über das ihr gerade dieses Video schaut, da diese Protokolle üblicherweise laufen, also Live-Verbindungen sind, wo ich wie in so einem Chat Daten hin und her sehr, sehr schnell schicken kann, gibt es auch dafür ein spezielles Verfahren zum Schlüsseltausch, nämlich den Diffie-Hellman Key Exchange.
Da erzeugen beide ein Schlüsselpaar, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel, tauschen die aus und nehmen dann den eigenen privaten Key, den öffentlichen Schlüssel des Gegenübers, machen darauf Diffie-Hellman und rausfällt ein Schlüsselmaterial, das sie dann benutzen können. Das Coole daran ist, dass der Schlüssel nie über die Leitung geht. Ich tausche einfach die öffentlichen Schlüssel raus, kombiniere mit meinem privaten und beide haben den gleichen symmetrischen, die gleiche symmetrische Entropie. Hier können wir uns mal anschauen, wie dann so ein Protokoll in etwa funktioniert. Heutzutage so ein modernes kryptografisches Protokoll. Erst werden Schlüssel ausgetauscht mit einem Verfahren, zum Beispiel Diffie-Hellman oder ECDH, elliptische Kurven. Diffie-Hellman ist so ein bisschen das modernere Verfahren. Ich benutze ein asymmetrisches Verfahren, um mich zu authentifizieren. Zum Beispiel ein Signaturschema. Es gibt ja ganz verschiedene Konstruktionen, die man benutzen kann, um quasi zu beweisen, dass man wirklich diejenige Partei ist, die man vorgibt zu sein. Und jetzt an der Stelle haben beide das gleiche Schlüsselmaterial, um daraus auch noch einen ordentlichen formatierten Schlüssel zu erzeugen. Wenden Sie darauf eine Key Derivation, eine Schlüsselableitungsfunktion an und können dann anfangen mit dem mit der symmetrischen Chiffre und der symmetrischen MAC, dem Message Authentication Code, verschlüsselt Daten zu übertragen hin und her und hin und her. Das ist dann tatsächlich auch in etwa so der Stand der Technik. Also wenn wir heute so eine Webseite besuchen, zum Beispiel eine Bankenwebseite, media.ccc.de, alles Mögliche, dann ist das vermutlich mit in etwa so einem Verfahren abgesichert. Das ist grob, wie TLS funktioniert, was diese ganze Verbindung absichert. Und wenn das ordentlich gemacht ist, geht man davon aus, dass auch große Government Player, also dass auch Regierungsorganisationen diese Protokolle nicht knacken können und die abgesichert sind. Das ist, was auf euren Handys läuft, auf jedem kleinsten Device. Das ist Stand der Technik. Kommen wir zu den Quantencomputern oder zum Quantum Hardening. Was kann ich machen, um kryptografische Protokolle, wie wir sie gerade besprochen haben, mit Quantencomputern anzugreifen? Zunächst gibt's da mal Grovers Algorithmus. Grovers Algorithmus ist die Suchfunktion der Quantencomputer. Angenommen, wir haben einen Schlüssel. Es gibt 1 Million mögliche Schlüssel. Also der Schlüssel ist 6 Dezimalzahlen lang, also von 0 bis 999. Was ich in jedem Fall machen kann, ist, ich kann einfach jeden möglichen Schlüssel durchprobieren, so lange, bis ich den korrekten gefunden habe. Das ist ein Angriff, der grundsätzlich immer funktioniert. Der Trick ist einfach, dass man den Schlüsselraum, nennt man das, groß genug macht, dass es ewig, Millionen braucht, diese Schlüssel alle durchzuprobieren. Wenn man dann mal irgendwann in, 2 hoch 256 mögliche Schlüssel kommt, das ist einfach mehr, als es Sand am Meer oder Atome im Universum gibt, das ist nicht mehr durchzuprobieren. Quantencomputer haben sowas auch, die allgemeine Suchfunktion, die ist nur etwas schneller. Wenn ich mit einem klassischen Computer jeden Schlüssel durchprobiere und es 1 Million mögliche Schlüssel gibt, brauche ich im Durchschnitt 500.000 Versuche, um den Schlüssel zu finden, den korrekten. Also, Keyspace geteilt durch 2 ist quasi die Zeit, die ich im Durchschnitt brauche. Kann natürlich auch sein, dass man zufällig relativ schnell den korrekten Schlüssel findet.
im Durchschnitt 500.000 Versuche. Quantencomputer sind da erstaunlicherweise besser drin. Quantencomputer haben nämlich Grover's Algorithmus, die allgemeine Suchfunktion der Quantencomputer, und die braucht nicht die Hälfte der Versuche, also Keysize durch 2, sondern Quadratwurzel Keysize. Also eine Million mögliche Schlüssel brauche ich nur 1000 Versuche, um den richtigen zu finden. Warum das genauso ist, ist schwer zu erklären. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Nein, ich verstehe es tatsächlich einfach nicht. Aber das ist, wie Quantencomputer funktionieren. Insofern sind die da schon mal viel, viel schneller. Der Vorteil an der Stelle ist, dass ich 6-stelliger Schlüssel, 3-stellige Anzahl an Versuche. Okay, verdopple ich doch einfach die Anzahl der Stellen in meinem Schlüssel, nehme ich halt nicht einen 6-stelligen, sondern einen 12-stelligen Schlüssel, und dann bin ich genauso schnell wie vorher oder sogar schneller. Das ist auch, was man sagt, um kryptografische Protokolle gegen Grover's Algorithmus abzusichern, sagt man immer so in etwa einfach die Schlüssellänge verdoppeln, und das Ganze funktioniert schon wieder. Und da die Verschlüsselung so viel, 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 viel schneller ist als die Entschlüsselung, letztlich, da ich nicht jeden möglichen Schlüssel durchprobieren muss, geht das immer noch relativ schnell. Schlüssel mit 12 Stellen zu benutzen, kostet nicht so viel mehr, als Schlüssel mit 6 Stellen zu benutzen. Genau. Grover's Algorithmus funktioniert so ziemlich auf alles. Also kann ich auf symmetrische Kryptographie anwenden, auf asymmetrische Kryptographie, funktioniert in jedem Fall. Doppelte Schlüssellänge, dann ist man hoffentlich im Wesentlichen abgesichert. Was ein viel größeres Problem für uns ist, ist Shor's Algorithmus. Und zwar muss man dazu wissen, die gesamte moderne asymmetrische Kryptographie basiert im Wesentlichen auf zwei mathematischen Problemen, zwei schwer lösbaren mathematischen Problemen, nämlich dem Problem der Integerfaktorisierung, also Zahlen in ihre Primzahlen zu zerlegen, so 9 Primzahlen 3 mal 3 wäre so eine Primfaktorzerlegung, eine ganz einfache, die ich auch im Kopf kann. In der asymmetrischen Kryptographie nimmt man da sehr, 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 sehr lange Zahlen, die man dann quasi primfaktorisieren müsste. Und da das gar nicht so leicht geht, muss ich quasi auch durchprobieren, ist das momentan sicher. Quantencomputer können das viel, 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 viel effizienter lösen. Genauso mit dem Problem des diskreten Logarithmus. Das betrifft RSA, DSA, Kryptographie mit elliptischen Kurven basieren alle letztlich auf diesen zwei Problemen. Dagegen kann man nicht viel machen. Die Kryptographie ist dann einfach broken. Ist kaputt. Kann durch Quantencomputer angegriffen werden. Gut. Ist momentan nicht so ein riesiges Problem. Unsere Katzenvideos, die wir im Internet anschauen, können wir einfach weitermachen und auch die restliche Kommunikation, was wir hier machen, Anrufe, ist im Wesentlichen alles immer noch relativ sicher, denn die modernen Quantencomputer, die so existieren, die sind alle noch nicht so wirklich praktikabel. Die sind teuer, müssen kryogenisch gekühlt werden, also mit Heliumkühler, und das ist dann ganz extrem kalt, ist bis auf nahe absoluten 0.0 Kelvin runter. Und selbst dann haben die auch noch nicht genug Qubits, um überhaupt so einen modernen asymmetrischen Schlüssel im Memory zu halten. Schlüssel, die ich so einsetze mit RSA 4 Kilobyte, passt überhaupt nicht in 45 Qubits rein, dazu bräuchte ich 4000 Qubits. Auch die elliptischen Kurvenverfahren brauchen viel, viel mehr Bits, um die sinnvoll darzustellen und sinnvoll zu durchsuchen. Ist weiterhin relativ sicher, weil die das einfach nicht speichern können. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten
Ja, Jahren bis Jahrzehnten praktikable Quantencomputer haben werden. Und es gibt es ja doch Daten, die man auch noch in 10, 15, 20 Jahren sicher wissen möchte. Zum Beispiel persönliche Daten, Gesundheitsdaten, das sind alles Dinge, die möchte man, dass sie auch noch in 20 Jahren sicher sind. Deswegen Angriffe, Strategie, die man dann heute benutzen kann als Angreifer, als Angreifer nennt sich Save Now, Decrypt Later. Ich speichere einfach den ganzen Kram, der mich interessiert, mit und hoffe mal, dass ich in 10 Jahren einen praktikablen Quantencomputer bauen kann. Und was wir jetzt besprechen, geht im Wesentlichen, aber nicht ausschließlich, eben auf dieses Bedrohungsszenario, was eigentlich, wenn große Government Agencies, Regierungen den ganzen Kram jetzt einfach mitspeichern. Um dieses Problem anzugehen, hat die NIST, das National Institute of Standards and Technology aus den USA, vor etwa 5 Jahren einen Wettbewerb gestartet, um Kryptographie zu finden, die auch gegen Quantencomputer sicher ist, die dann eben auf anderen Problemen beruht als den zwei, die auf anderen Problemen beruht als auf den zwei genannten. Wie gesagt, vor etwa 5 Jahren gestartet, ist jetzt in der zweiten Runde. Momentan sind noch 26 Kandidaten im Rennen. Was bisher passiert ist, der Wettbewerb wurde gestartet, so irgendwie, ich glaube, 90. Vorschläge wurden in etwa eingereicht, davon sind erstmal irgendwie so die Hälfte ist in den ersten 12 Stunden rausgeflogen, war unsicher. Und 26 sind jetzt eben noch übrig. Da wurden dann auch einige gemerged, also Vorschläge, die relativ sicher sind, wurden zu einem kombiniert, einfach um da einfacher zu entscheiden zu können. Und das läuft eben noch. Vor 2022 wird das nichts. Also wir müssen uns noch tatsächlich ein paar Jahre gedulden, bevor wir Post-Quantum-Krypto einsetzen können. Wenn einen da die Fortschritte interessieren, kann man auf die PQC-Forum-Mailinglist, die Post-Quantum, ich habe vergessen, wofür das Post-Quantum-Mailinglist der NIST, kann man sich subscriben und da mitlesen, gibt ab und zu eigentlich relativ oft ganz spannende E-Mails, wenn man sich für sowas interessiert. Vorschläge, die da momentan im Rennen sind, sowas wie Learning with Errors, Kryptographie auf Basis von Error Correction Codes, das wären dann die mathematischen Probleme, auf denen das Ganze basiert. Was das genau ist, ECC, Isogeny, weiß ich auch nicht genau. Kann man sich so anschauen, hört man relativ oft, wenn man da ja mitliest. Es gab auch schon Versuche, da kryptografische Verfahren tatsächlich einzusetzen. Nämlich hat Chrome zweimal verschiedene Key Encapsulation Methoden ausprobiert. Das war NeuHope, NTRU und SIKH. Haben sie einfach mal in SSL eingebaut, deployed, auf Google mit Cloudflare mal geschaut, wie gut das Ganze funktioniert. Und es stellte sich heraus, hat einfach funktioniert. Das Experiment wurde dann aber beendet, weil momentan, ja, das sind eben noch experimentelle Algorithmen. Genau. Aber geht schon auch auf jeden Fall irgendwie. Und ja, der Code existiert im Internet. Ich habe mir den CECPQ1, das war dieses erste Experiment mit New Hope, habe ich mir auch schon durchgelesen, ist relativ, was man da erwarten würde. Vor kurzem gab es dann eben auch den Vorschlag vom BSI, was man dann einsetzen könnte, wenn man aktuell schon Post-Quantum Kryptographie einsetzen möchte, dann kann man eben zum Beispiel FrodoKaIM oder Classic MacAlice nutzen. Classic MacAlice ist in dem Fall tatsächlich auch schon ein Protokoll, was in den 70er Jahren erfunden wurde und relativ gut abgehangen wurde. Es geht man auch eigentlich davon aus, dass es das sicher ist. Problem bei Classic MacAlice ist, dass die Keys so riesig sind, dass die ja bei kleineren Geräten so Devices wie die ich programmiere,
passt der gar nicht in den Speicher. Also kann ich nicht einsetzen. Genau. Gibt natürlich, also momentan haben wir die Key-Encapsulation-Methoden besprochen, also die man zum eigentlichen Schlüsselaustausch einsetzen kann. Gibt natürlich auch Signaturverfahren. Die sind nicht so ganz relevant für die Post-Quantum-Kryptographie aktuell, weil ja, die Signaturen schützen quasi vor einem Man-in-the-Middle-Angriff. Und den kann ich nur an der laufenden Verbindung durchführen. Ja, solange da es keine Quantencomputer gibt, brauche ich das nicht. Also reicht klassischer Schutz. Save now and decrypt later geht auch nicht, weil die Sachen sind immer noch mit der Key-Encapsulation-Methode abgesichert. Neue Zertifikate verschicken kann ich ja im Nachhinein nicht, also bräuchte ich eine Zeitmaschine. Genau. Wir haben das Ganze mehrmals schon gesehen, es wurde schon mal ausprobiert mit den mit TLS, Cloudflare und so. Aber momentan vertraut man diesen Algorithmen, die da ausprobiert wurden, nicht so wirklich. Warum vertraut man denen nicht? Naja, die Competition für einen guten Post-Quantum-Algorithmus läuft noch. Es kann immer noch passieren, dass jemand feststellt, hey, dieses Verfahren ist einfach unsicher. Deswegen möchte man sich da absichern. Und zwar möchte man einen klassischen und einen Post-Quantum-Algorithmus gleichzeitig benutzen. Man möchte die miteinander kombinieren. Und dafür sorgen, dass das Protokoll dann noch sicher bleibt, wenn entweder der klassische Algorithmus oder der Post-Quantum Key-Exchange-Algorithmus gebrochen ist. Also so sicher wie der sicherste von den beiden. Wie man das tut, das Forschungsfeld nennt sich Robust Combiners, robuste Kombinatoren, ist ein Forschungsfeld. Kann man mal bei Google eingeben oder also kann man mal bei der Suchmaschine eurer Wahl, könnt ihr das mal eingeben und nach Papern schauen. Es gibt echt viele Paper, die sagen, ja, ist gar nicht so einfach, weil im Zweifelfall hat man hinterher ein Protokoll, das weniger sicher ist. Zum Glück gibt es bei den Key-Austauschverfahren gibt es da Methoden, wie ich das machen kann, nämlich der Concatenation Combiner nennt man das. Concatenation ist ein großes Wort für, ich benutze einfach beide zusammen und hänge die hintereinander. Normalerweise hätte man dann einen Schlüssel, der einfach zu lang ist, den kann ich gar nicht so benutzen, aber wir haben ja unsere Key Derivation Funktion. Wir werfen einfach beide unsere Schlüssel in die Key Derivation Funktion rein und haben dann einen Combiner geschaffen, der quasi funktioniert, haben dann einen sicheren Schlüssel, in dem die Entropie aus beiden Key-Exchange-Methoden reingewandert ist. Wir benutzen, also robuste Kombinatoren sind schwierig zu bauen. In dem Fall haben wir den Vorteil, dass wir quasi aneinander hängen können und die symmetrische Kryptographie benutzen können, um einen Kombinator für unsere asymmetrische Kryptographie zu bauen. Gleiches mit den Signaturen. Naja, berechne ich beide Signaturen und prüfe halt beide. Wenn eine fehlschlägt, muss ich halt sagen, nee, sorry, Signaturprüfung fehlgeschlagen, entschlüssel ich nicht. Hier habe ich nochmal so ein Protokoll aufgezeigt, wie man das dann funktioniert. Ich mache einfach zwei Schlüsselaustausche und authentifiziere zweimal, hier in dem Beispiel jetzt zum Beispiel mit ECDH und FotoKIM, mache dann zweimal die Authentifizierung und der symmetrische Teil meines Protokolls funktioniert genauso wie vorher. Ich werfe einfach das Schlüsselmaterial, was ich gewonnen habe, in meine Key-Derivation-Funktion rein
und benutze das Ganze dann ganz klassisch, um zu verschlüsseln. Verdopple eventuell nochmal die Länge meines Schlüssels, wobei ChaCha20 ist da momentan, also was eine mögliche Chiffre zur symmetrischen Verschlüsselung wäre da schon relativ sicher momentan, dass man davon ausgeht, die kann jetzt auch nicht gebrochen werden. Stellt sich noch die Frage, wenn ich das Ganze denn implementieren möchte, wenn ich mein Protokoll absichern möchte, welche Algorithmen soll ich eigentlich wählen? Wir haben jetzt ja schon ein paar Beispiele von Key Encapsulation Funktionen, die Post-Quantum sind, Quantum-hardened sind, angeschaut, Classic McAlice, New Hope, waren vorhin so Wörter, die vorkamen. Welches nehme ich davon? Ihr seht das Emoji, keine Ahnung. Denn, falsches Leid. Welche nehme ich? Ist völlig unklar, denn der Wettbewerb läuft noch. Es kann immer noch passieren, dass sich herausstellt, hey verdammt, SIDH ist unsicher, als der Beispiel, was wir vorhin gehört haben. Dann habe ich Pech gehabt. Insofern ist das ein Problem, vor der jeder selbst steht. Relativ abgehangene Verfahren, die man momentan so einsetzen kann, wäre Classic McAlice, das eben aus den 70er Jahren stammt und dadurch relativ gut abgehangen ist. Man geht auch davon aus, dass das sicher ist, ist aber einfach nicht praktikabel für so Devices wie die ich programmiere. FrodoKIM könnte man auch einsetzen, das war eins von den BC empfohlenen. Das ist auch, kann man durchaus einsetzen. Sphinx Plus wäre jetzt eins der möglichen Verfahren bei den Post-Quantum-Signaturen. Auch hier wieder das Problem. Auch hier wieder das Problem, sehr große Schlüssel. Aber das ist eben so klein wie die schönen kleinen elliptische Kurvenschlüssel wird man bei der Post-Quantum-Kryptographie wahrscheinlich leider zunächst nicht bekommen. Wenn ich das Ganze implementieren möchte auf meiner Plattform, was nehme ich denn da? Für symmetrische Kryptographie und aktuelle asymmetrische Kryptographie, also was ich vorhin so als den aktuellen Stand der Technik beschrieben habe, ist Lipsodium sehr gut geeignet. Das ist sehr, sehr gut abgehangen, setzt auf Primitiven, die sehr sicher sind, wenn man sich da an die Defaults von Lipsodium hält. Gibt es wenig, was man falsch machen kann. Es gibt noch Dinge, aber viel weniger als bei anderen Libraries. Das ist quasi so der Stand der Technik. Dann gibt es für die Post-Quantum-Algorithmen gibt es LibOQS, Lib Open Quantum Safe, PQClean, MUPQ. Ich würde LibOQS einsetzen, wenn ihr könnt. Bei meinem Projekt habe ich auf PQClean gesetzt. Einfach deshalb, weil ich es für meine Plattform kompiliert bekommen habe. Das sind also drei Libraries, an die man sich halten kann. LibOQS benutzt zum Beispiel auch die Implementierung aus PQClean. MUPQ wäre eine Variante für ARM optimiert. Meine Erfahrung war, dass auch auf ARM-Devices der Handshake geht so schnell. Da ist es okay, wenn man die PQClean-Variante nimmt. Also das Optimierungsproblem ist da nicht so groß. Viel größer ist das Speicherproblem, in das man rennt, einfach, dass nicht genug RAM zur Verfügung steht. Hier haben wir nochmal Übersicht, was man tun kann, was man machen kann. Es gibt symmetrische Chiffren, symmetrische Funktionen. Die sind alle soweit weiterhin sicher. Man möchte die Schlüssellänge verdoppeln. Es gibt die aktuellen asymmetrischen Verfahren, die leider abgelöst werden müssen. Denn die sind nicht mehr sicher, wenn wir praktikable Quantencomputer haben. Und dann gibt es die neuen Post-Quantum-Kryptographie, gibt es die neue Post-Quantum-asymmetrische Kryptographie. Die ist hip und neu und bei Datenbanken und bei Kryptographie möchte man nicht, dass Dinge hip sind. Da möchte man, dass Dinge langweilig sind. Deswegen möchte man momentan nicht vollständig auf die setzen, sondern möchte die gemeinsam mit
einer aktuellen nicht quantumhardend asymmetrischen kryptografischen Primitive jeweils einsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mich erreichen unter der angeschriebenen Mailadresse caro@capdev.net, auf Twitter unter dakoraa, dakoraa. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Und vielen Dank an Agnes, Jane Pyle, Florian, Benbe und Mimi fürs Helfen beim Vortrag machen, fürs Gegenlesen, fürs Sagen, wo Fehler sind, fürs Fehler finden vor allem. Vielen Dank dafür. Und euch danke fürs Zuhören.